So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Lucky in Stone. Ich bin euer Bombay und wir haben für das erste Jahr dieses Jahr direkt mal wieder ein Gewinnspiel am Start für euch, Leute. Und zwar, die Jungs von Zen haben mich mal wieder kontaktiert. Zen Vaporizer sind durchaus bekannt hier auf dem Channel. Ich habe letztes Jahr schon den Zen Stylus getestet. Das ist dieser schöne Stift Vaporizer hier. So kommt es, dass die Jungs von Zen uns wieder kontaktiert haben. Und zwar, die bringen nämlich neue Vaporizer raus. Beziehungsweise, die sind jetzt schon released und die kann man eben jetzt schon kaufen. Und diese neuen Vaporizer stehen hier, Leute. Ihr seht, die sind verschweißt. Einer ist für euch. Einer ist für mich. Dann haben sie mir noch zweimal die Ladeadapter mitgeschickt. Einmal in M, einmal in L. Da gehen wir gleich auch nochmal ganz genau drauf ein, Leute. Aber ansonsten machen wir jetzt erstmal das Unboxing. Folgendermaßen. Ich habe zwei Geräte von denen geschickt bekommen, Freunde. Einmal mit Konduktion, also dem Konduktionsaufwärmen oder Aufhitzverfahren. Und einmal dem Konvektionsaufwärmverfahren. Konvektion ist da, wo die durchströmende Luft erhitzt wird. Und Konduktion ist da, wo die Heizkammer von außen halt erhitzt wird. Wir werden heute... hier und heute den Konvektion testen. Warum der Konvektion? Ganz ehrlich, weil ich sehr, sehr gespannt bin, wie das Ding funktioniert. Mein normaler Zen Stylus Pro arbeitet mit Konduktion, also ganz normal da, wo die Heizkammer eben erhitzt wird, eine Keramikheizkammer wird erhitzt. Und hier ist jetzt das Konvektionsverfahren und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ding läuft. Das ist aber nicht die einzige Änderung, die jetzt bei den neuen Vaporizern von Zen ans Tageslicht gekommen sind. Wir gehen mal gleich drauf ein. Ich unboxe das Ding jetzt erstmal, ja, bevor ich hier zu lange rumlaber, Freunde. Ihr seht, da ist doch komplett verschweißt. Ich habe hier noch nichts getestet oder noch nichts aufgemacht, Leute. Ich bin sehr gespannt. Aber wie gesagt, Zen hat bei mir einen extrem guten Eindruck in Form eines Stift-Vaporizers hinterlassen, Leute. Zack, einmal die Folie ab. Ich finde auch schon jetzt wieder, Leute, die Verpackung ist mega geil. Also sowieso der Style auch von den Vaporizern hier, schön schwarz alles, finde ich wirklich sehr, 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 sehr stylisch, die Dinger. So, dann machen wir das Kästchen mal auf. Hier ist dann eine Kurzanleitung und sowas. Ich denke mal, die werden wir nicht brauchen. Hier ist dann das Gerät. Das Gerät. So, hier nehme ich mal das Mundstück eben raus. Okay, das haben sie auch verbessert oder das haben sie auch anders gemacht. Da haben sie nämlich den Durchmesser deutlich erhöht, Leute. Ich denke, man wird auf jeden Fall den Unterschied so sehen. Da brauche ich nicht für an die Kamera kommen. Das waren eben die Mundstücke vorher mit dem deutlich kleineren Durchmesser. Und hier haben wir die neuen Mundstücke, wo ein deutlich größerer Durchmesser ist beim Durchzug, ja. Dann gehen wir mal jetzt richtig schön auf den Zen Stylus Pro, heißen die jetzt, ein, Freunde. Das ist, wie gesagt, jetzt die Version mit der Konvektion, also mit der durchströmenden Hitze. Wir haben jetzt bei den Zen Stylus Pro einen kleinen Display. Wir hatten vorher bei dem Zen Stylus noch keinen Display, da waren nur hat völlig ausgereicht, Leute, 5 Anzeige-LEDs, die dann die verschiedenen Temperaturstufen angezeigt haben, von 175 bis 225 Grad. Bei dem Zen Stylus Pro haben wir hier ein Display, werdet ihr vermutlich kaum sehen. Ich mach das Ding mal an. So, jetzt fährt er hoch. Ja, okay. Da zeigt er hier erstmal, ah, okay. Ich kann hier jetzt was einstellen, N und T. Da sollte ich gleich auf jeden Fall nochmal die Bedienungsanleitung lesen, denn ich weiß jetzt nicht genau, was man da einstellen kann. Achtung. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wofür N und T steht. N steht für Normalmodus. Und T steht für den Timed-Modus. Beim Timed-Modus kann man hingehen und eine Starttemperatur einstellen und eine Endtemperatur einstellen. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, pass auf, ich möchte, dass der anfängt auf 150 Grad zu erhitzen und dann irgendwo auf 200 Grad abschließt, also beendet dann erhitzen. Also eigentlich auch eine echt coole Sache, wobei ich eigentlich einfach nur aus Gewohnheit, sag ich mal, den Normalmodus bevorzugen würde, Leute. Jetzt möchte ich aber eigentlich noch ganz gerne wissen, wie man die Temperaturangabe umstellt. Von Fahrenheit auf Celsius. 2 Stunden später. Da kann ich jetzt leider erstmal nichts zu finden. So, wir machen den nochmal an. Dreimal schnell draufdrücken auf die dicke Taste hier vorne. Dann haben wir wieder N oder T. Ich mache wieder N. So, und jetzt habe ich hier Fahrenheit stehen. Und ich gucke mal, ob ich das irgendwie umgestellt kriege oder so. Kann ich jetzt nicht, also er schließt sich jetzt mir nicht direkt, wie ich das umstellen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, also das kann man auf jeden Fall umstellen, Leute. Das glaube ich nicht, dass die Leute das dabei belassen würden. Aha, ich habe es gefunden, Freunde. Einfach
Wenn ihr euch dieselbe Frage stellt, Leute, einfach Plus und Minus, also hoch, Temperatur höher, Temperatur runter, zusammengedrückt halten, bis Celsius da steht. Aha, wunderbar, so einfach geht das. Ich komme jetzt erstmal an die Kamera dran, Leute, damit ihr da gutes Stück auch von nahem begutachten könnt, Leute. Bitteschön. So, Freunde, die Kamera hat fokussiert. Hier seht ihr das gute Stück. Und wie gesagt, also meiner Meinung nach ist das äußerst edel. Äußerst schlicht, elegant, einfach in diesem Schwarz. Wunderbar, Leute. Hier oben das Glasmundstück. Ich mache jetzt mal auf, dann könnt ihr auch nochmal reingucken. So sieht das Ganze dann von innen aus. Hier haben wir die Heizkammer. Bin gleich sehr gespannt, wie das funktioniert mit der Konvektion. Hier der deutlich erhöhte Durchmesser am Mundstück. Hier vorne haben wir den Display. Ich werde das Ding jetzt mal anmachen. Könnt ihr auch sehen, wie das aussieht. Dreimal drücken, so sieht er dann aus. Da kommt erstmal das Logo und jetzt kann man eben N oder T auswählen. N ist der normale Modus, wir gehen jetzt einfach mal in den normalen Modus und dann sieht das Display so auch so aus. Ordentlich übersichtlich, Freunde. Unten rechts sieht man, ob der jetzt gerade im Heizvorgang ist. Oben rechts natürlich die Einheit, die man zwischen Fahrenheit und Celsius umstellen kann. In der Mitte die große Zahl ist halt die Temperatur, die angestrebte. Wenn ich jetzt hier Plus oder Minus drücke, seht ihr, Leute, dann zeigt er mir die Solltemperatur an. Und wenn ich jetzt mal nichts drücke, dann geht er eben wieder auf die Ist-Temperatur, die immer am Steigen ist, weil er eben gerade erhitzt. Darüber hinaus noch, was mir nämlich bei dem Zen Stylus ein bisschen gefehlt hat, Leute, eine Akkuanzeige. Hier kann man also ganz genau sehen, wie voll der Akku ist. So, Freunde, so viel dazu. Was haben wir noch ansonsten mitgeliefert? Da sind natürlich noch so ein paar Gimmicks dabei. Die haben wir hier drin. So, und zwar hier haben wir so ein kleines Reinigungsset. Da ist eine kleine Bürste drin. Und so ein Stocherer, wo man eben mal so ein bisschen, weiß nicht, was rauskratzen kann oder ordentlich die Heizkammer leer kratzen kann. Dann haben wir hier Siebe. Ersatzsiebe finde ich auch sehr gut, dass die ein paar mitliefern. Weil ganz ehrlich, so ein kleines Sieb, was eben unten in dem Stylus drin liegt, unten in der Heizkammer drin liegt, geht auch durchaus schon mal verloren, Leute. Also finde ich sehr gut, dass da serienmäßig direkt welche mitgeliefert sind. Darüber hinaus haben wir hier noch das Ladekabel, Micro-USB, könnt ihr natürlich auch jedes andere nehmen, aber es wird eben von Zen 1 beigeliefert. Finde ich auch sehr, sehr nice, Leute. So, bevor wir jetzt zum Praxistest kommen, wo der Bombay sich natürlich schon wieder richtig drauf freut, Leute, kommen wir jetzt nochmal, will ich jetzt nochmal eine Sache testen. Ah, okay. Aha. Also hier ist jetzt serienmäßig, liegt hier gar kein Sieb drin, Freunde. Ihr müsst also hingehen und eins der Siebe nehmen, die hier mitgeliefert sind, ein kleines Sieb unten reinwerfen, damit eben unten keine feinen Überbleibsel von den Kräutern eben irgendwie in die Heiztechnik da irgendwie reingelangen oder so, damit da nichts verschmutzt wird. Machen wir gleich. Aber ich habe von den Jungs von Zen noch zwei Ladeadapter, sogenannte Ladeadapter, mitgeschickt bekommen, Freunde. Die habe ich hier in der Hand. Da werden wir jetzt mal einen von auspacken. Die unterscheiden sich untereinander nur von der Power des Akkus, also von der Größe des Akkus quasi. Ich mache jetzt mal den kleineren auf. Das ist der M-Akku oder der M-Ladeadapter. Und das finde ich total geil, Leute. Das habe ich gar nicht am Schirm gehabt. Das machen sie total gut bei Zen. Und dafür muss ich auch echt mal Respekt aussprechen, dass sie an sowas denken. Das ist jetzt nicht nur, was man vielleicht denken würde, einfach nur ein größerer Akku, den man dann eben tauschen kann, wenn der alte mal kaputt ist. Sondern ihr habt also hier oben den Deckel, quasi der Deckel, wo eben auch hier der Ring dran ist, den man dann vielleicht einfach nur einen Schlüsselanhänger machen kann, ist gleichzeitig eben das Ladeinterface quasi. Ihr könnt also hingehen, euch den Ladeadapter kaufen, dann schließt ihr den an, ladet den Akku schön auf, bis er voll ist, ladet den Akku auf, den ihr in eurem Zen habt und dann habt ihr quasi unterwegs zwei volle Akkus, Freunde. Und damit ist der Campingtrip, der dreitägige, auf jeden Fall gerettet, Leute. Das finde ich total klasse, dass du nicht hingehen musst und hier nur, also dass die Leute von Zen nicht hier nur den Akku rausschicken, sondern musst du hingehen, hier erstmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, aufwendig aufdrehen, alten Akku, den er schon vollgeladen hat, rausnehmen, dann den Akku hier rein, dann erst wieder anstecken und dann könnt ihr den Akku erst wieder laden. Nein, braucht er nicht. Ihr könnt einfach hier den Ladeadapter nehmen, den anschließen an Strom, fertig ist die Kiste und geladen wird das Ding, Leute. Und wie gesagt, dann habt ihr eure Akkus immer dabei in der Tasche und das erhöht definitiv die Standby-Dauer dieses Vaporizers oder die Betriebsdauer dieses Vaporizers, weil ihr einfach mehrere Akkus unkompliziert überall laden könnt, ohne hier groß wechseln zu müssen oder so. Finde ich sehr, sehr geil und dafür definitiv Respekt an Zen Vaporizer, dass man da so weit mitgedacht hat, weil bei anderen Vaporizern ist das nicht selbstverständlich. Da kauft man Akku und hat wirklich nur den Akku
ohne irgendwie Ladeadapter oder so. Das finde ich sehr, sehr, sehr geil, Freunde. Die sind in zwei verschiedenen Größen verfügbar. Einmal in M, das ist der kleinere, und einmal in L, das ist der größere. Ich würde sagen, damit habe ich euch die Nenndaten genug um die Ohren gehauen. Jetzt schon mal die Ankündigung, Leute, wie gesagt, den hier könnt ihr gewinnen. Dazu gibt es ein schönes Schlüsselband von Zen Vaporizer. Haben sie mir auch mitgeschickt. Finde ich sehr, sehr aufmerksam von den Leuten. Finde ich sehr, sehr cool, einfach mal so ein Schlüsselband zu haben. Mega nice mit dem Logo drauf von Zen. Und das hier könnt ihr gewinnen, Leute. Was müsst ihr dafür tun? Eigentlich gar nichts, Leute. Ihr könnt zu Hause sitzen und euch die Eier krauen. Ihr müsst einfach nur eine E-Mail an gewinnspiel@las-records.com schicken. Einfach reinschreiben: Hallo Bombay, du bist der Geilste, du hast den Dicksten und ich will das Ding gewinnen. Das reicht mir schon vollkommen, Leute. Die Auflösung für das Gewinnspiel gibt es in 2 Wochen. Da kommt von dem Video hier quasi der Langzeittest, also der zweite Teil, wo ich dann mal wirklich in den 2 Wochen hingegangen bin und das Ding vernünftig getestet habe. Erstmal, ersteindrucksmäßig gehen wir jetzt hin und testen das. Und das ist natürlich der wichtigste Part dieses Videos, Leute. So, Leute, dafür nehme ich mal hier wieder meine fein orientalischen Kräuter. Dann wird erstmal so eine schöne Knospe hier klein gecrushed. Und ich befürchte jetzt schon, dass ich nicht in der Lage bin, das Video wieder vernünftig zu Ende zu bringen, Leute. Aber ganz ehrlich, das kennt ihr ja mittlerweile von mir. Aha, schön in Crusher rein. So, hier schön die Kräuter. Und ich finde es halt auch so geil, Leute. Habe ich auch bei dem normalen Stylus schon gesagt, Freunde. Das Befüllen ist so einfach bei dem. Man denkt ja eigentlich, man hat so eine kleine dünne Kammer und man müsste das jetzt aufwendig da irgendwie versuchen reinfallen zu lassen, präzise oder so. Das stimmt aber gar nicht, weil ihr eben oben so einen kleinen konischen Abgang habt, wodurch sowieso alles letztlich in der Heizkammer landet, und das finde ich sehr, sehr nice. Sehr gut mitgedacht, ey. So, Heizkammer ist voll. Ich presse das jetzt auch gar nicht oder so, Leute. Wir machen heute mal nur ein ganz normales, gemütliches Ründchen. So, anmachen, fährt hoch, Logo wird angezeigt, N oder T, normaler Modus, und ich gehe direkt mal hoch auf, wir fangen mal an auf 185 Grad, Leute. Und da mache ich jetzt nochmal einen Schnitt hin, weil ihr müsst mir ja nicht zugucken, wie das Ding hier aufheizt. Ach ja, Freunde, auch die Aufheizdauer ist völlig in Ordnung. Übrigens, der Zen Stylus Pro, der geht von, aufpassen, von 80 bis 220 Grad, Leute. Also ihr habt ein unheimlich breites Spektrum an sämtlichen, ja, an sämtlichen Zeug, was ihr da reintun und eben verdampfen könnt. Sehr geil. Auch so von der Aufheizdauer, ich zähle jetzt mal kurz mit, damit ihr ungefähr eine Idee kriegt. 167, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85. Und jetzt ist er auch schon da, Leute. Und er hat aufgehört zu erhitzen. Guten Durst, Freunde. Ich bin sehr gespannt von der Konvektion jetzt. Boah, erster Zug schon mal richtig geil. Richtig geiler Geschmack. Ich bin ja der Meinung, bei Konvektion kommt ein bisschen besser der Geschmack rüber. Das Aroma, ja. Also ich habe jetzt erst 2 Züge genommen, Leute, aber ich habe nichts zu meckern. Ich finde das Ding so praktisch, geil, handlich, klein, passt überall hin, locker in jede Handtasche oder in Hosentasche oder so. Richtig, richtig geil. Design ist mega nice, schön schlichtes Schwarz, sieht elegant aus, das Logo hier vorne kommt geil. Die 3-Tasten-Bedienung ist völlig easy, Leute, richtig leicht, also leichter geht's gar nicht. Also ich bin echt überzeugt von den Produkten, muss ich sagen. Lässt sich auch ganz easy und angenehm ziehen, nichts irgendwie verstopft oder dass ihr jetzt einen verstopften Eindruck macht oder irgendwie, dass die Durchmesser nicht ausreichen. Völlig in Ordnung, Leute. Richtig, richtig geil. Also als ich den normalen Zen Stylus immer gedampft habe, habe ich nie wirklich so ein Display vermisst. Weil ganz ehrlich, auch, wie gesagt, ihr habt hier eben die 5 LEDs, die euch anzeigen, welche Hitzestufe ihr gerade habt. Reicht völlig aus. Aber jetzt, wo man mit dem Pro wieder ein Display hat, ist das schon irgendwie doch nicer. Vor allen Dingen eben der Akkustand. Das hat mich ein bisschen gestört beim Stylus, dass man nie wirklich gewusst hat, ja, wie voll ist der Akku jetzt noch? Reicht der noch für eine Session oder muss ich den schon laden oder so? Und ja, das ist hier jetzt Geschichte bei dem Pro.
Finde ich mega nice, ehrlich. Und on top von all dem, was ich gerade gelabert habe, Leute, wirst du auch noch richtig schön dicht. Doch, Leute, also der Zen Stylus Pro, der überzeugt mal wieder vollkommen, Leute. Ich glaube, man kann es auch echt gut sehen, weil ich fühl's richtig. Aber der Zen Stylus Pro ist auf jeden Fall geil, Leute. Wie gesagt, ich werde von dem Video einen zweiten Teil machen. Das ist dann der sogenannte Langzeittest. Ich werde jetzt in den nächsten 2 Wochen hingehen, das Ding nochmal intensiv auf maximalste Belastung testen. Dann werde ich euch nach 2 Wochen sagen, was ich letztendlich von dem Zen Stylus Pro Konvektion in der Konvektionsedition halte, Leute. Bis jetzt, Stand jetzt, Leute, ganz ehrlich, guckt selber, seht selber, das ist schon ein geiles Gerät. Der Gerät schläft nie ein. Freunde, ich darf euch an das Gewinnspiel erinnern, macht unbedingt mit, Leute, der Zen Stylus Pro in der Konduktionsedition steht hier für euch bereit zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur eine E-Mail schreiben an gewinnspiel@les-records.com. Komm, Freunde. Damit ist das Video beendet. Ich denke, ich bin nicht mehr in der Lage, ein Video anständig nach Hause zu schaukeln. Und deswegen sehen wir uns dann in 2 Wochen bei dem Langzeittest von dem Zen Stylus Pro wieder, Freunde. Ich wünsche euch alles Gute. Schaut auch sonst bei Lucky in Stone oder Lucky in Spawn, unserem Gaming-Channel, vorbei. Ich bin sicher, ihr werdet was finden, was euch gefällt, Leute. Haut rein, bleibt sauber und gesund. Ich war euer Bombay. Bis dahin. Ich glaube, ich gucke gerade voll krass still in die Kamera.